Ja, hey. Willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir im Kolosseum, glaube ich, noch gekämpft gegen das Cameo-Team. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube schon, ja. Und in dieser Folge beginnt hoffentlich meine, das ist ja hoffentlich, aber meine wahrscheinlich letzte Aufnahmesession von Tales of Symphonia. Und zwar, ja, werden wir, was denn sonst, in dieses Buch reingehen, was Niflheim heißt, so wie ich mich recht erinnere. Habe ich schon ganz vergessen, habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt den Namen. Und ja, was habe ich noch zwischen dieser und der letzten Aufnahme gemacht? Ich habe mich am Kolosseum hier versucht und habe, ja, ich war erfolgreich mit Rain und Gennis. Ehrlich gesagt, bei jedem hier beim ersten Versuch. Ich habe jeden mystische Symbol gegeben und ich glaube, dieses Ding, was 3% KP mal dazu bekommt, gibt. Und ja, bei Rain war ehrlich gesagt ziemlich einfach. Ich habe auch ein bisschen an den Erfahrungsdingern hier rumgeschraubt und habe so eine Fähigkeit hier, Wiederholung, habe ich entdeckt. Und ja, das sorgt dafür, dass ich, wenn der Zauber abgebrochen wird, ich direkt weiter da machen kann bei der Beschwörung. Und da war bei Rain richtig geil, weil... keine Ahnung, so ab dem zweiten oder dritten Kampf habe ich halt gemerkt, oh, ich habe ja Heilzauber. Da kann ich mich ja heilen und das hat richtig geholfen. Hier und da noch ein paar Mystikards reingehauen, die ich hoffentlich auch mal hier irgendwann noch zeigen kann. Ich glaube, die wurden noch gar nicht gezeigt. Und ja, dann habe ich bekommen den Kristallstab, welchen ich irgendwie jetzt ein bisschen schwächer finde als... obwohl ich glaube, das ist der stärkste von allen. Außer den Teufelswaffen. Ich tue es bei ihnen erstmal die Teufelswaffen ausrüsten, vielleicht bringt es ja was. So, das gleiche mit Gennis, was auch nicht so schwer war, fand ich jetzt eigentlich. Was hat er bekommen? Ultimo, genau. Auch nicht schlechte Waffe, aber Desaster, ja. Ich glaube, das ist auch eine richtig gute Waffe im Moment. So, die Titel haben wir folgende bekommen. Königin der Gladiatoren, glaube ich. Eine Kriegerin, die jeden Gegner überrennt. Jeder ist erstaunt über ihre Kraft. Und, das Kind der Magie hier. Ein Titel für kleine Helden, seine Magie erlegt auch den stärksten Gegner. Ja, das heißt, wir haben jetzt im Kolosseum alles erledigt. Wir haben in Teufelswaffenmäßig alles hier erledigt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier der Schwertkämpfer oder Schwerttänzer. Aber den habe ich ja endgültig verpasst, seit ich den erstmal verpasst habe hier am Osserpfad. Schade eigentlich. Mir fehlen nämlich noch so zwei Trophäen im, ja, weiß nicht, optionalen Bossbereich irgendwie. Ich habe eine Trophäe für den Cameo Battle bekommen, für Abyssion und für Celes. Und ich, darüber war noch eine und darunter war noch eine. Und ich nehme mal an, eine ist hier, die bekomme ich, wenn ich hier das hier alles erledige. Und eine ist, nehme ich mal an, für einen Schwerttänzer. Deswegen, ja. Mehr kommt wahrscheinlich nicht mehr. Und ja, dann wird diese Aufnahmesession hoffentlich meine letzte sein. Von Tales of Symphonia, aber wir werden ja sehen, wie weit ich komme. Vielleicht reicht mein Level ja auch überhaupt nicht. Mal gucken. Ich meine, als ich das erste Mal hier reingegangen bin, war ich irgendwie Level 80 oder so. Weiß ich gar nicht. Und das lief ja nicht so gut. Deswegen gucken wir jetzt mal, wie das läuft. Ach, jetzt muss ich mal wieder mir anhören, was der alles sagt. Das haben wir ja schon 1 Million Mal gelesen. Also lassen wir das. Hilf uns. So. Buch betreten, ja. Was ist passiert? Anscheinend, ach so, ja, haben wir auch schon alles gesehen. Ja, hier ist ein Labyrinth, da ist ganz gefährlich, wir müssen so ein Feuer entzünden und so weiter und so fort. Na gut, wir sind gerade in einem blauen Bereich, das ist gut. Jedes Mal, wenn hier ein rotes Dingen kommt, werde ich wahrscheinlich schneiden, werde ich auf jeden Fall schneiden. So, oh nee, jetzt wird das die Farbe, okay. Fackel brennt nicht, ah ja, muss ich anzünden, stimmt. So, dann, vorsichtig. Nur bei roten Bereichen muss ich kämpfen. Also, ja. Lass mal, mal. Bei allen anderen Orten. Mal gucken, ob ich Seelenfeuer dazu bekomme. Mal gucken, wie stark die Teufelswaffen sind. Ja, sehr gut. Kann sein, dass ich wegen den Dingern... meine Güte. Da mag ich irgendwie nicht so, wenn die Waffen irgendwie so leben. Das ist genau Luke aus Tales of the Abyss, hatte auch irgendwie so eine Waffe, die sowas war, aber eine Teufelswaffe, ich glaube nicht.
Obwohl, ich glaube doch, keine Ahnung. Jedenfalls war es auch sehr gruselig anzusehen und das mag ich nicht so. Da habe ich lieber irgendwie so heiligere Waffen, anstatt irgendwie so, wie ich halt irgendwie Gesichter oder Augen oder irgendwie sowas habe, finde ich irgendwie abstoßend. Uah. So, ich habe nichts dazu bekommen, okay. Dann kommt schon der nächste Bereich hier. Weiß nicht, soll ich schon mal weitergehen? Ja, ich gehe weiter. So. Mit so grünen Flammen kann ich angeblich auch hier raus, um zu speichern oder so. Ich glaube, da werde ich auch machen. Oder ich mache alles in einen Rutsch. Ich glaube, ich mache alles in einen Rutsch. So, und jetzt kann ich hier irgendwas auswählen. Und ich nehme jetzt mal einfach an, ich krieg Seelenfeuer für irgendetwas, wenn ich irgendwas hier auswähle, oder? Charakter willkürlich wählen und kämpfen. Charakter willkürlich wählen und Menü verbieten. Verwendung des Menüs verbieten. Machen wir mal. 182, okay. Ich habe 50 dazu bekommen. Und natürlich kommt jetzt hier ein rotes Ding hin. Oh Mann. Ja, ich muss hier alles erlegen. Das heißt, das hier wird rausgeschnitten. Okay. Muss ich drauf achten. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie ich das dann schneide. Also, kann sein. Keine Ahnung. Du hast nicht noch mal extra einen neuen Part oder so aufnehmen. Die Aufnahmen stoppen und also was. Ich werde einfach schneiden. Muss ich mir halt merken. Also, bis irgendwann mal. So, das war der letzte. Und natürlich ganz am Ende, da muss ich zurücklaufen. Ihr mich auch. So, Dinge neu entzünden und dann weiter geht's. Ja, das hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Sehr schön. Ich hoffe wirklich nicht, dass solche Räume auch hintereinander kommen können. Weil das wäre richtig nervig. Aber naja. Gucken wir mal. Das Ding ist jetzt, glaube ich, hier runter und dann links einfach. Also, nö, benutzen, ganz schlechte Idee. Ich sollte vielleicht auf zufällige Charakter springen, weil... Ja, ich traue eigentlich jeden Charakter zu, dass ich das schaffe. Also mit jedem Truppe hier. Also machen wir das nächste Mal nicht. So, eben Ebeneneffekt. Alt, Wahrscheinlichkeit, Items zu halten. Okay, ist auch perfekt. So, dann tun wir mal gucken. 283 Seelenfeuer. So, ich tu mal, weiß ich nicht. 100 Stunden. Oh, stimmt. Sehr gut. Warum habe ich den jetzt erst bekommen? Weil ich das Menü öffnen konnte oder was? Da tun wir mal jemand anderen, der ein bisschen mehr austeilt hier rein, weil Magie zieht die Kämpfe ein bisschen so in die Länge und Colette, ja. Mach mal Lloyd. Aber halt ich ein bisschen mit dem Ding zurück hier. Ach, was soll's. Einmal zwei Frontkämpfer, jetzt müssen die Kämpfe auch ein bisschen schneller gehen, vor allem mit Nebelimp von Lloyd, der müsste ja eigentlich am meisten abziehen, weil er irgendwie am meisten Gegner, nehme ich an, getötet hat von allen. So, damit den Seelenfeuer nach dem Kämpfen ist auch ein bisschen willkürlich, habe ich so das Gefühl. Manchmal komme ich ein bisschen Seelenfeuer oder manchmal auch nicht. Will manchmal wieder nicht. Einfach so. Jetzt hat mal 300 noch was, 302 oder irgendwie so was. Jetzt haben wir 303. So. Also ich weiß auch nicht, ob ich alle Räume irgendwie abklappern soll. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Ja, genau das wollte ich eigentlich verhindern. So. Aber wirklich, diese Aufnahme kommt jetzt nicht nochmal. Also in diese... In diesem Part, den ich ja gerade aufnehme, kommt nicht noch mal irgendwie so was. Also so ein roter Raum, das wäre ja richtig nervig. Nullify, yay! Rain hat eigentlich alles gelernt. Sehr gut. Nach langem. So, da kann man wieder was anzünden. Oh, ein grünes Feuer. Fackel kann und unter anderem unter Umständen
Ja, und genau das sollte besser nicht passieren. Ich sammle einfach mal ganz viel Seelenfeuer. Kann ja eigentlich nichts passieren, ne? Treffsicherheit vorübergehend erhöht. Sehr gut. Und noch mehr Feuer. Ja. Okay, auf jeden Fall immer 40, also 50, aber man braucht ja 40, um Dingens zu aktivieren. Habe ich 40 gesagt, ich meine 10. Also bekommt man 40. Weil halt extra Erfahrungspunkt, ja, und das nehme ich glaube ich raus. Aber ich möchte nicht, dass sie diejenige ist, die als einzige nur Erfahrungspunkte bekommt. So was unterstütze ich mal gar nicht. Machen wir mal, weiß ich nicht. Ich kann ich geben, was ich will. Ja, Wiederholungszauber, ja. Immer das. Hab mich überzeugt im Kolosseum. KP wiederhergestellt. Yay. So. Nächste Ebene. Da das Schmied an Feuer. Kann da eigentlich auch was Negatives passieren? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist mir schon mal was Negatives passiert? Schwarzer Quarz, okay. Ich habe übrigens auch, geh weg. Alles mögliche zu essen gekauft. Falls ich irgendwann mal notwendig habe zu kochen. Also ja. Mir kann da eigentlich nicht so viel passieren. Mehr Galte halten und Gott sei Dank. Ja, ich glaube, das ist irgendwie immer so eine Reihenfolge, oder? Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass immer zweimal so rote Räume kommen hintereinander. Selbstsicherheit vorübergehend erhöht. Und du gehst mal ganz schnell weg. Hm. Hier bin ich falsch. So. Verliere ich auch Seelenfeuer, wenn ich mich nicht bewege? Nee. Okay, gut zu wissen. Also falls ich mal voll wenig habe, bewege ich mich gar nicht, weil das bringt's voll. Geil. KP wiederhergestellt und jetzt nee, doch nicht. Das wäre schon wieder eine Sackgasse. Solange ich nicht 10 Milliarden mal daneben schieße, kann mir eigentlich sehen, feuermäßig gar nichts passieren, ne? Außer also, kommt irgendwie mal so ein Raum. Oh, jede Sekunde ein Seelenfeuerwerk. Bams. Also grüne, hellbläuliche Räume sollen ja nix sein. Einfach nur den Warp finden. Glaube ich. Ist hier noch, wenn da hier noch so ein Feuer ist, dann lohnt sich das doch. Ich muss ja nichts anderes hier noch machen. Da seht ihr, ist doch gelohnt. Ja, dieser Seller schon locker ein bisschen was rausgeholt. Weiß ich nicht. Ebene 4, verdammt. Jetzt kommt da wieder ein Kampf, oder? Hey, ich Idiot. Nee, doch nicht. Verwenden des Menüs, nein. Charakter wählen und kämpfen. Hm. Verwendung des Menüs verbieten. Erfahrungszunahme und blaue Dinger wieder, okay. Okay, dann kann ich am Boss wahrscheinlich nicht mehr, also ja, die Truppe ändern, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diesen Typen schaffen dieses Mal. Zimperle ich mich hier positioniere für die Dinger. Ist das schon? Hey, da ist schon. Perfekt. Und ich kann das Menü jetzt nicht öffnen. Ha! Kann ich nicht da noch ein bisschen sehen? Egal. So, entweder wir verrecken wieder oder nicht. Ho, ich
reicht mir beiden, dass ihr es soweit geschafft habt. Als Belohnung erwartet euch der Tod. Für bla 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 bla. Hab ich jetzt einfach weggedrückt. Dein Schandmaul, zeig lieber, was du kannst. Ihr habt nicht die geringste Chance. Sterbt. Nö, wie war's mit dem du stirbst? Was sag ich, wie stark ich jetzt bin? Ey, das glaubst du gar nicht. Obwohl, 88, das ist viel. Wir haben schon voll viel abgezogen. Ja, ich glaube, ich bin stark genug für den. No. Ja, der ist... Oh mein Gott! Ach nee, 43.000. Ich dachte schon, da stand gerade irgendwie 6.000 oder noch. Oh, oh, oh. Der macht aber auch noch Schaden, wenn er uns trifft. Bams! Ich hab ihn nicht getroffen, was? Ich glaube, ich bin zu stark. Aber er ist auch der erste Gegner. Kommt bestimmt noch. Ganze Wagenladung. Aber ich möchte das auch schaffen. So, danke. Einen Kraftring bekommen. Sehr geil. Das war einfach. Und wir sind jetzt woanders. Und ich kann das Menü immer noch nicht benutzen. Ah. Zunächst Ebene. Ja. Nehmen wir an, alle 5 Ebenen. Warte ich nur, wie viele. Ja, ich bin Höllenritter, also sie. Ich jedoch bin anders. Sobald Niflheim mit der Welt vereint gewesen wäre, hätte ich den Höllenritter vernichtet. Ich bin der König des neuen Niflheim. Was? Im Namen der Eroberung der Erde und der Erneuerung Niflheims werde ich es nicht zulassen, dass ihr dieses Buch verbrennt. Also war das nicht das einzige versiegelte Monster, ja? Hab ich mir nicht am Anfang gesagt? So scheint es. Hm, das heißt nun, dass wir das nächste einfach auch ausschalten müssen. Genau. Ja, war mein Plan. Okay, ich würde dann sagen, das werde ich im nächsten Part... Oh, ich kann wieder, gut. Alles machen. Was habe ich jetzt bekommen? Kraftring, den habe ich doch schon, glaube ich. Verringert physische Schäden. Den ich schon... Hm. Hat doch schon irgendwie mal, oder? Keine Ahnung. Nimm du halt mal. Ich bring's dann. So, und anstatt China tun wir jetzt mal. Weiß ich nicht. Ja. Riegel rein, damit die Gegner sehr schnell erledigt werden. So, weiß ich jetzt nicht. Kann jetzt eigentlich ihren Schnitt machen, aber nach 15 Minuten weiß ich nicht. Natürlich soll die letzten 5 Minuten noch mal hier reinschneiden. Okay, dann würde ich sagen, ich mache jetzt wieder hier einen Schnitt und wir sehen uns dann, wenn ich wahrscheinlich die Ebene hier gesäubert habe. Also bis gleich. Oh, das war schon wieder der letzte. So ungefähr weitere 6-7 Minuten Monster Metzel Action. So, okay. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg da unten laufen. Zum Glück war das alles ein bisschen linear. Ich habe mir trotzdem gewünscht, dass ich hier diese eine Ebene noch hier gemacht hätte. Aber naja. So, ich bin gerade sehr scharf am Nachdenken, ob ich die Teufelswaffen jetzt ablege und stattdessen auf Normalwaffen wieder umgreife. Weil das ist doch ein bisschen unnormal, was ich da gerade gemacht habe. Beim letzten Boss. Was auch immer jetzt für Bosse kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dagegen gewappnet bin. Ich habe, als ich letztes Mal nachgeguckt habe, noch alles teilermäßig gut gerüstet. Ja, 5 Stück habe ich noch. Das heißt, wenn ein Gegner irgendwann wirklich zu übermächtig ist, dann werde ich wahrscheinlich einen von denen einsetzen. Da dürfen wir noch einen Hintern retten. So, was habe ich jetzt gerade gesagt? 7 Minuten und da ist 22 Minuten. Muss ich rausschneiden? Nee, 10 Minuten und 7, das heißt 17 Minuten. Das heißt, ich kann also 2-3 Minuten auf nehmen. Sehr gut. Nein! So, und weil ich vielleicht ist das ja auch gar nicht lang. Vielleicht ist er jetzt 10. Ebene, letzte, weiß ich nicht. Wäre natürlich geil.
wäre schon der Ausgang. Perfekt, sehr gut, weiter geht's. Als die Musik gerade geändert, ich glaube ja. Nee. Hey. Ich glaube, die Reihenfolge der Stockwerke ist immer anders, ne? Also eine bestimmte Reihenfolge, nehme ich an. So, nein, wir sind nicht auf dem roten. Geht weg. So, ich tue jetzt mal einfach die Ausrüstung hier wieder anders machen. Barmutsrede, nee, wie ist das? Geierdingen. Ja, komm. Was haben wir hier? Engelsträne, Feuer und Eis. Das sind zwar geile Waffen, aber die sehen so komisch aus. Ich möchte nicht so dicke, fette Dinger haben. Nur Feuer und Eis, aber. Ich weiß, ich werde ja übermütig, aber egal. 1300, was war das Beste? Kaiserschienen, ja. Jetzt ist Chaos. Ich werde sehr übermütig gerade. Weil ihr ist das eigentlich egal. Sie braucht einfach nur hat, hat die meisten Intelligenz an. Das Herz ist Chaos. Was? Weil das war. Ich habe das ganze Kolosseum gemacht. Also werde ich auch die Waffen dafür benutzen. Hallo. 157. Feindwelt. Immer noch. Okay. Was mache ich hier gerade? Excalibur. Ich glaube, da ist das Stärkste, ne? Oder letzter Schlag. Letzter Schlag, okay. Auge des Finsternis. Der Finsternis. Was? Warum war eine Stärke? Aureole. Sind ja auch, glaube ich, das sind alles Kolosseum-Waffen, ne? Das sind noch nicht mal irgendwie so ultimative Waffen. Außer für einige vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht die ultimative Waffe von Prusea ist. Oder das hier, ultimative Waffe mit Zellos. Wenn man darüber denkt, nachdenkt, wie man die bekommen hat. Was? Irgendwas bekommen. Magiesperre, also. Aufgeschießen. So. Hier ist nix. Was ich jetzt noch, was mir jetzt noch passieren könnte, ist, dass ich, ich könnte vielleicht mal jeden Part jetzt gleich beenden. Das, ja. Aber ich gucke mal, ob der nächste Raum wieder ein roter ist, dann kann ich direkt da die Aufnahme beginnen. So. Was wollte ich jetzt noch mal sagen? Verdammt. Ja, dauern die Kämpfe jetzt ein paar Sekunden länger, aber egal. Bin ich voll wieder raus, ich wollte irgendwas noch sagen, aber ich habe keine Ahnung mehr was. Naja. Das ist mir jetzt echt entfallen. Ich weiß es nicht mehr, verdammt. Kotzt mich an. Boah. Hey. Ach ja, das, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, bei einer grünen Flamme oder so, kann man ja, glaube ich, wieder aus dem Dungeon raus. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass ich so eine grüne Flamme irgendwann aktiviere und dann mitten raus teleportiert werde, obwohl ich das gar nicht will. Das wäre jetzt ziemlich doof, weil ich möchte das schon in einen Rutsch hier schaffen. Weil keine Ahnung, warum nicht? Eigentlich dauert das dann nicht so lange. Und ich weiß auch nicht mal, ob ich den Höllenritter oder was auch immer das gerade war, noch mal besiegen muss. Vielleicht geil. Das gehe ich doch jetzt ein. Ich den besiege und dann kommt er nie mehr wieder. Könnte ja auch sein, weiß ich nicht. Ja, egal. Habe ich eigentlich gegen Abyssion auch alles Teile benutzt? Ich weiß gar nicht mehr. Verdammt, lasst mich die Dinger aktivieren. Boah, wegen so zwei Fledermäuse, ich krieg die Krise. Au. So, weggemetzelt. Nein!
Ey, lass mich da durch. Schon wieder was verballert hier. Boah, ihr. Doch, so, eine kann irgendwie Erde absorbieren. Also Felsbrocken, die auf vom Boden kommen, dann ist auch Erde. Und das Ding ist allgemein Erde, was? Wie? Ach, den fertig. Ich kann nichts machen. So. Oh mein Gott, ey. Kann gleich mal einen Schnitt machen. Warum ziehen die immer diese komischen Medusa-Köpfe da? Die ziehen auch die ganze Zeit nur auf mich. Verdammter Dreck. Nur auf mich ziehen die mit ihren Zaubern. Also ich bin die größte Gefahr, ja, mit meiner Riesenaxt, aber trotzdem. Oder mal auf irgendjemand anderen zielen, wenn es geht. Jetzt muss ich den ganzen Weg hier zurückgehen bei den Viechern. Ich möchte zumindest noch in die nächste Ebene gehen und gucken, was da kommt. Wenn da ein rotes Ding ist, dann. So, Preisfrage. Wo bin ich nochmal hergekommen? Oh, perfekt. Sehr gut. So. Rote Ebene. Rote Ebene. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Wenn ich dann hier schon alles weggemetzelt habe und gegen den nächsten Boss kämpfe. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.